Jetzt wieder auf Abstand gehend der Amerikaner. Valujev hat Schwierigkeiten, die richtige Distanz zu finden und an den Mann richtig heranzukommen. Kombination rechts-links, die rechte zum Körper, um die Deckung herunterzuziehen und dann mit der linken zum Kopf von Valujev. Aber wenn er eins hat, der Mann aus St. Petersburg, dann ein weltmeisterliches Kinn. Ich habe selten einen Boxer gesehen mit so viel Nehmerfähigkeiten wie Nikolai Valujev. Aktiver war Evander Holyfield. Ich sehe ihn im Moment knapp vor. Beautiful work, man. How you feel, boss? Saubere Arbeit, lieber. That's beautiful work. I got schön. Wunderbar. Gefällt mir gut. Bist gut in Bewegung. Gehst um den Mann rum. Ganz perfekt. Mach weiter so. Du arbeitest schön. Du bewegst dich gut. Bleib in der Distanz und komm dann nach vorn. Du machst das genau richtig. Super, mach weiter so. Professor Dr. Walter Wagner, der Mann, der die Untersuchungen leitete und abschloss und der nochmal erklärt hat, dieser Mann, Evander Holyfield, ist mit 46 absolut boxfähig. Sie haben noch nie so gründlich einen Boxer untersucht. Er wird die Verantwortung tragen müssen, wenn es anders sein sollte. Aber er gibt praktisch eine medizinische Unbedenklichkeitserklärung für den 46 Jahre alten Amerikaner aus Atlanta ab. Und was die meisten gar nicht wissen, es ist auch eine Dopingprobe genommen worden, und zwar vom Verband im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen, weil es da ja auch schon mal Verdächtigungen gegen Holyfield gegeben hat. Diese Probe war, so haben wir bisher gehört, negativ. Von Valujev haben wir bisher noch nicht viel gesehen. Er steht dort in der Ringmitte und beobachtet den um ihn herum tänzelnden Amerikaner, der tunlichst auf Abstand hält. Bisher physisch absolut austrainiert wirkt. Gegen Ibrahimov vor 14 Monaten, als er zum letzten Mal durch die Ringseile kletterte in Moskau, hatte er mehr Schwierigkeiten. Eine Minute 30 vorbei und noch kein Schlag von Valujev, stattdessen einer von Holyfield zum Kinn des Russen. Diesmal mit der Rechten. Wie gesagt, Valujev ist nicht der klassische Knockouter. Wenn er punktemäßig zu sehr in Rückstand gerät, dann könnte es hinten heraus für ihn eng werden. Ich habe weder eine Führhand noch eine gute Schlaghand von Valujev gesehen. Ab und zu mal so leicht rausgepikst. Aber die Schlaghand bisher immer im Leeren, weil Holyfield sich zurückzieht. Der natürlich selber auch nicht viel getan hat in dieser Runde. Aber die ein, zwei Treffer, die es gegeben hat, die waren auf Seiten des Amerikaners. Das Schwergewicht, die attraktivste Klasse des Berufsboxens, finden auch Komiker Mario Barth
und Schauspieler Heiner Lauterbach. Siehst du das? Oder siehst du das nicht? Ja, ich sehe es. Aber wieso gehst du auf ihn zu? Stech deine Linke heraus. Und die Hände sofort wieder auf die Position. Mit der Linken. Geh nicht selber auf ihn zu. Die Rechte musst du auf der richtigen Position halten. Und mit der Linken. Halt ihn auf die Position, auf Distanz. Hab keine Angst vor ihm. Arbeite selbstständig. Und geh nicht auf ihn zu. Er soll ruhig herumlaufen. Ständig mit die Linke einsetzen. Entweder auf den Magen oder auf die Brust. Das waren diese beiden spärlichen Treffer, die wir gerade gesehen haben von Holyfield, die aber vielleicht den Ausschlag auf den Zetteln der Punktrichter gegeben haben, zugunsten des Mannes aus Georgia. Bisher auf unserem Zettel Punktvorteile für Evander Holyfield. Das sind 44 Kilo Gewichtsunterschied fast und 25 Zentimeter, das sollte man nicht vergessen. Deswegen auch durchaus Schwierigkeiten für Valujev, die richtige Höhe für seine Schläge zu finden. Das deutete sich eben in diesem Pausengespräch mit seinem Coach Alexander Simini auch an. Zwei Attacken ins Leere von Valujev und dann sofort die Konteraktion von Holyfield, die diesmal ohne größere Wirkung bleibt. Die Linke diesmal als Doppeljab von Valujev. Er muss mehr solche Aktionen bringen. Auch ein bisschen tiefer angesetzt, wenn er denn punkten möchte auf den Richterzetteln. Bisher haben wir von diesen Szenen zu wenige gehabt in diesem Kampf auf Seiten des Russen. Da mal so eine herausgepickte linke Fürhand, halb auf dem Körper, bringt nicht viel. Es sind diese kurzen, überfallartigen Angriffe von Holyfield, der seinen Gegner offensichtlich genau studiert hat, die ihm diese leichten Vorteile einbringen am Ende einer Runde, wenn zusammengezählt wird. Denn allzu viel hat er natürlich auch nicht getan in diesem vierten Durchgang. Sprechchöre für die Legende, the real deal. Du bekommst einen guten Kauf, wenn du es mit Evander Holyfield zu tun hast, wenn er auftritt. Hat immer abgeliefert im Ring, mit den ganz Großen im Seil geviert gestanden. Sie haben unsere Vorberichterstattung gesehen. Wieder eine Runde aus meiner Sicht für Evander Holyfield. Henry Maske, was kann er machen? Der Nikolai Valujev, der normalerweise nach Punkten zurückliegen müsste. Also mir scheint, Nikolai hatte Situationen gehabt, wo ich dachte, jetzt verzweifelt er. Und Evander macht genau das, wie man ihn boxen muss. Mit schnellen Beinen, mit wenigen Händen. Denn eines kann man nicht, man kann ihn nicht erschlagen. Also man muss hier selber sparsam sein. Und genau das tut Evander Holyfield. Er hat sich wahrscheinlich vom Schagai animieren lassen, hält sich hier sehr zurück, knapp, trotzdem schnell. Jetzt bin ich neugierig, wie hält er es durch über die weiteren 8 Runden.